Na, das war daneben. Jetzt fliegt er wieder zurück. Und jetzt fliegt er wieder hierher. Da bin ich immer zu übermütig. Komm. Bist du her? So. Und wieder hier. Ah, zweimal getroffen sogar. Wir spicken langsam seinen Schwanz mit Pfeilen. So. Noch ein Treffer. Das hört man immer an dem schönen Flatschgeräusch. So, wieder zurück. Und jetzt fliegt er wieder weg. Jetzt kommt er wieder her. Und ja, ich will euch das genau zeigen, dass ihr ungefähr so ein Gefühl habt, wie viele Pfeile ich verschwende. Mittlerweile sind es ja, glaube ich, schon 40 Stück. Vor allem, wenn ich daneben ziele. Aber ich will auch, dass ihr seht, dass es sich rentiert, was ich hier gerade treibe. Es müsste es eigentlich demnächst gegessen sein. Komm. Und jetzt schieße ich da unten daneben. So, jetzt habe ich schon ungefähr 50 Pfeile verbraucht, also es kann so an die 100 Pfeile dauern, bis ich das geschafft habe. Deswegen habe ich mir jetzt auch ordentlich Pfeile gekauft von dem Händler. Und keine Sorge, ich habe jetzt nicht vor, den Drachen hier irgendwie zu töten, indem ich die ganze Zeit auf seinen Schwanz ziele. Das ist nämlich gar nicht möglich. Der Drache fängt nämlich irgendwann an, sich zu regenerieren, wenn man ihn nur mit Fernkampf beschießt. So, wir haben gekriegt, was wir wollten, nämlich das gerade Drachenschwert. Wenn wir uns das mal so von den Werten her angucken, macht das 200 Schaden im Gegensatz zu den 82 meines Breitschwerts. Das Problem ist halt, wir brauchen 16 Stärke, Mist. Das Problem ist halt, es hat keine Skalierung, das heißt, wir machen damit nicht mehr Schaden, wenn unsere Stärke steigt. Aber das ist halb so schlimm. Es ist für den Anfang auf jeden Fall ein gutes Schwert. So. Weg mit dir erstmal. Jetzt haben wir da wieder noch so einen Kumpel, der uns tot macht, wenn wir nicht aufpassen. So. Ja, genau. Geh mal fliegen. Das ist mir lieber. Jetzt kommt eine der Stellen, die ich am wenigsten mag, nämlich die mit den Ratten. Die können nämlich vergiften, wenn man nicht aufpasst. Genau, machen sie nämlich Gift. Ja. Und Gift kann zu unserer jetzigen Position ziemlich nervig sein. Deswegen ziehe ich mich erstmal etwas zurück, wo ich mehr Platz habe. Aua, genau. Da kann Gift böse sein. Und weg mit dir. Und zwar, wenn der Giftbalken, den man gerade gesehen hat, voll ist, sind wir vergiftet. Und dann nehmen wir über 3 Minuten lang Giftschaden. Was dann ziemlich nervig sein kann. So. Zum Glück gibt es hier nur 3 Ratten. Deswegen ist das eigentlich nicht so schlimm. Aber wenn man nicht aufpasst, dann ist man halt vergiftet. Und das kann einem dann ziemlich auf die Nerven gehen. So, wir betreten ein neues Gebiet, nämlich den Bezirk der Untoten. Ja, hier erwarten uns nur noch starke Höhlen. Also zum Beispiel die gepanzerten hier. Und man merkt schon, die halten hier einiges aus.
Und da vorne ist ein gepanzertes Warzenschwein, was noch viel schlimmer ist. Aber keine Sorge, selbst für das haben wir noch eine Taktik. Erst einmal die Hülle, die hier angerannt kommt, erledigen. So. Die hat sogar was für uns, wahrscheinlich wieder ein Hüllenschild. Ja, und sie trinken auch. Nein, sie hat eine Hüllensoldatenrüstung für uns. Also noch unnützer. Und der eine Bastard hat da hinten das Tor zugemacht. Na danke. Dann gucken wir mal, ob wir die Jungs hier nicht... Nein, von der Entfernung machen wir nicht genug Schaden, um sie da runter zu schießen. Also müssen wir nach oben und uns um sie kümmern. Das Problem ist, da steht uns wieder einer mit einem Speer im Weg. Also müssen wir hier gut aufpassen, dass uns die Armbrustschützen nicht in den Kopf schießen, während wir uns um den Speerträger kümmern. Das war nicht so gut. Wow. Okay, das war mein erster Tod. Hätte ich mir angenehmer vorgestellt. Ja, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg durch die Ratten und so nehmen. Das nervt mich jetzt, dass ich das Schwert nicht benutze. Kann. Eigentlich müsste ich es ja trotzdem benutzen können, und zwar zweihändig wenigstens. Da habe ich wenigstens einen kleinen Vorteil gegenüber den Gegnern. Na, wenn ich es schaffe, damit zuzuschlagen. Genau. Jetzt hat man es nämlich gerade schon gesehen bei dem Gegner. Ich hau ihn weg wie nichts Gutes. Au. Und ich habe ihn auch weggehauen. Ja, in gewisser Weise ist das Schwert schon praktisch. So. Ratte 1 weg. Ratte 2 weg. Und ich bin giftig. Also ich bin vergiftet. Das ist jetzt nicht gut, weil jetzt muss ich zurück zum Leuchtfeuer, sonst bringt mich das Gift um. Ja. Das ist jetzt schon ziemlich nervig, aber es muss sein. Runterklettern bitte. Mir fehlen dazu, glaube ich, genau 3 Stärkepunkte. Habe ich recht? Ja, habe ich recht. Deswegen nehme ich das Breitschwert in den zweiten Schwertern-Slot, dass ich zwischen den beiden hin und her wechseln kann. Ach ja. So. Jetzt erstmal wieder auf die Waffe wechseln. Und nicht treffen. So, jetzt habe ich aber getroffen. Ja, jetzt kommst du bitte her. Komm. Na, dann mach deinen Balztanz da eben. So. Jetzt muss ich wieder die Ratten töten. Am besten erstmal gucken, dass ich die rauslocke da. So, die eine habe ich. Die zweite dürfte ich hoffentlich damit erledigen können. Und... Nein. Ja. Ja, tut mir leid, Leute. Ich stelle mich gerade auch ein bisschen an. Und man sieht wirklich, das Gift ist garstig am Anfang.
Meine Lebenspunkte gehen runter wie nichts Gutes. Und das hebt halt 3 Minuten, da kann ich mich nicht wirklich dagegen heilen mit meinen 10 Flakons. Ich sagte ja, wenn ich das Spiel aufnehme, wird es ein bisschen interessanter. So schlecht war ich seit dem ersten Mal nicht mehr an dieser Stelle. Aber kein Problem. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. So. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Trinken. Und jetzt mit dem Breitschwert. Und ja, über uns ist der Drache. Kommt, Rattis, Rattis, kommt. Ja, so kriegt man auch eine Ratte weg. Und so die zweite. So. Jetzt dürfte das eigentlich klappen. Und tot. Auch wenn sie mich einmal getroffen hat. Blödes Mistvieh. Jetzt wechseln wir wieder zu dem Schwert. Und gucken, dass wir unseren Seelenhaufen, den kann ich euch jetzt dann auch mal zeigen. War alles Absicht. So, weg mit dir. Jetzt müsste der da angerannt kommen. Und ja, unser Seelenhaufen ist das wabbernde Grün da oben. Wie ich ja bereits sagte, der ist ein Stück weit weg von unserem Sterbepunkt. So. Weg mit dir. Und weg mit dir. So. Eine kleine Scherbe. Oh, sehr schön. Für was die sind, das erkläre ich euch nachher. Erst einmal gucken wir, dass wir hier die Gegner loswerden. So. Und zwar die Bogenschützen, ohne diesmal runterzufallen. So. Auf das andere Schwert wechseln und den da schnell weghauen. Weil von hinten kommt gleich noch einer. Und unsere Seelen zurückholen ist auch keine gute, schlechte Idee. Weil von hier müsste jetzt gleich einer angerannt kommen. Oder auch nicht. Hm? So, wir haben schon mal wieder über 2000 Seelen, das gut ist. Und Köderschädel. Ach, da unten, der verhakt sich. Naja, Höhlen sind nicht die intelligentesten. Aber sie können Schaden machen, wenn man nicht aufpasst. Lieber noch einen Schluck trinken. Und Schwert. Ne, Schwert wechseln wir mal nicht, weil jetzt müssen wir diesen Eber loswerden. Genau, Sturm. Und das kann eine Weile dauern, wenn er hier festhängt. So, dann stürm noch mal bitte. Hallo, ich bin hier. Weil das ist die beste Möglichkeit. Wir locken ihn in das Feuer dort drüben. Bei Feuerschaden nimmt er gar nicht mal so schlecht. So. Nochmal bitte. Komm, ich bin hier. Genau, bleib jetzt einfach im Feuer stehen und verbrennen. Wow. Ja, aber wenn wir nicht aufpassen, dann macht er uns immer noch ziemlich guten Schaden. Der dicke Eber. Aber das Feuer hat für ihn für uns erledigt. So.